Ja, die deutsche Gruppe in Kroatien bei der Weltmeisterschaft haben wir, glaube ich, ein gutes Los gezogen mit Polen und Russland, zwei sehr gute Nationalmannschaften. Aber ich glaube, dass wir da um die ersten beiden Plätze mitspielen. Und dann kommen wir in die Hauptrunde und dann spielen wir gegen Nationen wie Dänemark und Norwegen. Insgesamt haben wir ein gutes Los gezogen. Es wird zwar schwierig, ins Halbfinale zu kommen, aber ich drücke den Jungs natürlich die Daumen und ich hoffe, dass Heiner Brandt die Jungs richtig einstellt und mit der Medaille vielleicht sogar nach Deutschland zurückkehren. Die Gruppe A bei der Weltmeisterschaft in Kroatien, da sind natürlich die Favoriten Frankreich und Ungarn. Frankreich ist sicherlich mein Titelfavorit, Olympiasieger jetzt in Peking geworden. Sie haben natürlich individuelle Klasse vom Feinsten mit Karabatic, sicherlich den Ausnahmekönner. Ungarn versuchte mit der mannschaftlichen Geschlossenheit in die Weltspitze zu kommen. Sie haben auch gute Ergebnisse erzielt. Und ich würde sagen, wirklich Frankreich ist der absolute Titelfavorit. Ja, die Gruppe B mit Kroatien, Spanien, Schweden ist sicherlich die schwierigste Gruppe. Aber die Kroaten spielen zu Hause mit einem fanatischen Publikum im Rücken. Deswegen sind sie da auch in dieser Gruppe Favorit. Schweden ist mal wieder beim Großereignis dabei. Olympia haben sie sich nicht qualifiziert. Da bin ich mal gespannt. Sie haben talentierte junge Schweden, was da raus wird. Und Spanien hat den Trainer gewechselt, haben auch eine komplett neue Mannschaft. Deswegen glaube ich, dass Kroatien sich da an erster Stelle durchsetzen wird. Ägypten, Serbien, Norwegen und Dänemark ist natürlich eine ausgeglichene Gruppe, die Gruppe D bei der Weltmeisterschaft. Und gerade die Nordländer wie Norwegen und Dänemark ist amtierender Europameister, werden sicherlich da ihren Stempel aufdrücken. Aber da gibt es halt mehrere Favoriten, wobei ja Norwegen so als Undercover, sage ich mal, Geheimfavorit gehandelt wird. Aber ich glaube, die Dänen werden sich durchsetzen und mal gucken, ob sie auch wieder in die Finals kommen.